So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Im letzten Part haben wir ja das Level die große Mauer abgeschlossen. Und heute sind wir in Venedig, der angeblichen Stadt der Liebe. Wir werden den Typ hier abschießen. Da hab ich den. Ja. Yeah, ich kann die Sprungrolle noch. Naja, da hat mich der Hund halt ziemlich gedingst. Oh. Aha. Aha. Clara, das habe ich gerade gesagt. Eine kleine Hundeleitsche. Und Fackels. So, das war, glaube ich, die, das genau. Aha. Aha. So, dann drücken wir mal Knöpfchen. Böse, böse. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das war. Arsch, scheiße. Eigentlich sollte es ja Arschhöhe sein. Mano. Da sonst rückwärts springen. Hey, egal, dann kletter ich halt nochmal. Normalerweise ist der Arsch hoch auf die Ebene, von der, auf die man springen will. So. Schalter. Da ist es ja jetzt scheißegal. Da komme ich, glaube ich, später hin. Oder wie war das anders da? Ne, die Scheiben kann ich nicht einschießen, aber diese hier. Ah, okay, ich tue es noch zu. Dann springe ich mal auf den Balkon von dem Kameraden. Nehmen wir mal sein Schlitzel. Aha. Das ist. Scheiße, das ist ein Viech. Jetzt habe ich die Fuggles angemacht. Habe ich irgendwas belegt? Nein. Na, die waren ja hier mit. Das Bootshausschlüssel. Das Schlüssel. Das hat mir ja nichts mehr gebracht. Oh, das war knapp. Zum Glück kann ich. Da müsste ich den, glaube ich. Genau. Da musste ich ihn benutzen. Verdammt. Doch nicht. Ich weiß nicht mehr. Ach ja, doch. Benutz mal den Bolzhausschlüssel. Ja, Lara, schmeiß die Fackel weg. Schießt irgendjemand auf mich? Ja. Geh erstmal noch ewig zurück. Arschloch. Der hat doch bestimmt was. Aha. Hat er die? Ja, die Automatik.
Und weil da so ein böser Bube ist, hat er mir ganz schön wehgetan. Und schaut mich, wo der hergekommen ist überhaupt. Kommt die wie die Yakuza aus dem nächsten Loch gekrochen. Ich spare mir mal die Automatics noch ein bisschen auf. Die können später sehr praktisch sein. Ja. Und da bin ich zu viel Munition ab. Und zur Feuerwehr für die Pistols. Immer ziehen muss. Okay. Das war doch eine Scheibe. Nein, okay. Ich kann doch mal keine Scheibe einscheißen, schießen meine ich. Dass der Hund da liegen bleiben muss. Aber jetzt kann er schön tot spielen. Boah, war der böse. Verdammt. Ich dachte, das klappt. Und dieser Sound, wie er mechanisch klang einfach. So. Hoppa. Noch ein Loch. Ja, dieses Vögelgezwitscher. Der schießt doch schön. Und das Controller-Geklacke, das ist extra Soundeffekte. Da muss ich gucken, wie ich anders da rankomme. Ich weiß gerade nicht mehr. Normal müsste ich die Scheiben da reinschießen können dann. Zumindest eine. Nicht durchschießen. Ach ja. Gefunden. Okay. Das war's. Anlauf nehmen. Sonst schafft sie das nicht. Sehr mysterious. Ja, ja, wir haben ein Sekret gefunden. Deswegen kam die Musik bestimmt. Deswegen. Schrei nicht darum, Mädel. Das ist gar kein Grund dafür. Oh Gott, und jetzt kommen die Bootfahrer. Was geht's? Das Boot müsste eigentlich untergehen. Weil da ist ja Wasser drin. Aber egal, ne? Ich sehe gar nichts. Wasserfall! Hier sieht man echt einen Scheißdreck hier drin immer. Ging das nochmal? Ja, ja, ich nehme schon die Ratten wieder. Sparfackel. Gucken, was da. Ah, da sind Fackeln. Und ein Secret. Aha. Aha.
Das erste von dreien. Ach, ich mach mal eine Fackel an. Damit ihr nicht so wie ich im Dunkeln rumrennt. Wow. Da war doch ein böser Bube. Wie sie sich immer erst hinstellen müssen zum Schießen. Das ist auch noch so mega schwul. Aha. Müsste doch. Verdammt. Shotgun Munition. Ich weiß nicht mal, wie das aufging. Ja, Sparfackeln helfen da nicht. Da ist keine Schalter. Kann ich da. War da unten nicht noch? War da nicht? Oder war da doch? War da doch. Da doch. Nein. Das war da nicht. Muss ich erstmal gucken, wie ich das Boot hier hochbringe. Normaligerweise. Genau, sollte diese Tür auf sein. Aus. Genau. Nicht an die Wand schwimmen. Obwohl, das würde dir nicht mal schaden, Mädel. Das ist ja kein großer Schaden bei der. Also. Aber jetzt. Ja. Ich will ja keinen Cornerbug benutzen. Oder schon mal andeuten. Ich weiß nämlich nicht, wie der geht. Und. Nein, das wollte ich eigentlich nicht mal eine Fackel benutzen. Ich wollte einmal Speijuan. Ins Boot springen. Daneben. Okay. Daneben geht auch. Nein, tut's nicht. Obwohl. Ich werde mal so ein bisschen die Gegner ausschalten. Ich weiß nicht mehr, wo genau die waren. Außer da war, glaube ich, einer. Genau. Der schießt jetzt schon auf mich. Um die Ecke schießt er. Oh nein. Ich immer die falsche Taste drücke dafür. Genau, ich häng fest. Arschloch. Wenigstens kriege ich das große Medipack wieder, was ich verbraucht habe. Aha. Und nochmal Shotgun Munition. Meine Fresse. Dass der so einen Stress machen muss da. Da war, glaube ich, auch noch eine irgendwo. Wen gefunden? Na komm, danke. Danke! Mann, danke! Rückwärts, vorwärts. Wäre eine gute Option. Munition für die Uzis? Aha. Ja, sieht mir so aus. Oder? Ah, ne, M16-Munition.
Ja, da gibt es die M16. Mal schon mal ein bisschen vorarbeiten, vielleicht. Ich nicht mehr weiß, wie genau, wo, was ich hier machen musste. Da, ich weiß nur noch, dass da oben irgendwas war und irgendwo anders da noch ein paar Sachen. Und Scheiße und Baum. Und der Typ hinter mir steht. Genau, er schießt mich fast. Arschloch. Hast du jetzt aber verdient, den Tod. Und ein Schlitzel. Aha. Und das große Pedimac wieder. Aha. Jetzt habe ich stählerner Schlüssel. Kann ich den hier benutzen gleich? Jupp. Guck mal, was ist denn hier? Erste Reaktion, erstmal die Pistole zu überziehen. Da tappt einer rum. Danke für die Automatikmunition. So, jetzt muss ich gucken, wie ich mit dem Boot. Jetzt fahre ich erstmal mit dem Boot, denke ich, weiter. Ende. Yay. Na, da kann ja andere Musik. Keine Ahnung, warum die Musik kommt. Fragt mich nicht. Vielleicht fanden sie es cool. Jetzt ist rum, Alter. Pena. Aha. Irgendwas muss man noch hier machen dann, bevor das Ende kommt. Das weiß ich. Das war schon der Schalter zum Dingsen. Ich glaube, die Musik hört jetzt nicht mehr auf so lange. Wir das nicht gemacht haben, beendet haben das Level. Ich weiß noch, da muss man mit Vollgas gegen rushen, gegen das Teil da hinten.
Ich weiß echt ums Verrecken nicht mehr, wie es weiterging. Aber der Typ, den ich umgelegt habe, schon im Voraus. So, das war Vorarbeit Nummer 1 schon mal wieder. Ja, das muss man machen, sonst ist man leicht am Arsch. Kann man gerne mal speichern. Ich überspeichere ungern den Save von dem jetzigen Level. Nix. Nö. Und da oben eiert schon einer rum, das höre ich. Und schießt einfach mal. Okay, ich bin tot. Ja. Und das war mir jetzt bewusst irgendwie. Wie kam der jetzt auf einmal dahin? Das ist die andere Frage. Pro-Skiller Move nicht. Ne, der hat nichts liegen lassen. Zumindest nichts Sichtbares. Das Orchester, wo da säuft. Okay, doch nicht. Ach, ich glaube, ich weiß, was weitergeht. Ich glaube es zumindest. Blödes Boot, du musst es da auch schaffen, da ist der Jade-Drache. Mensch. Frag mich immer, warum du das. Ich schaff's so. Ich frage mich echt, warum das nicht klappt bei mir. Ich würde gerne das Secret da drin haben. Naja. Fahre ich eben zu dem anderen Level-Teil. Da muss ich, glaube ich, nur davor stehen, damit es aufgeht. Genau! Das Orchester säuft. Hey, da ist mal ein kleines Medipack liegen. Aha. Also langsam geht mir die Musik auf den Sack. Jetzt darf ich ans andere Levelende quasi laufen, wieder fahren. Obwohl, da gab es einen Boost-Knopf bei dem Boot. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich weiß noch nicht mal wie. Genau. Jetzt habe ich es wieder.
Okay, Leute, ich hab's rausgefunden wieder. Wie ich dann in den Jahresraum komme. Genau so. Da muss ich irgendwie da drauf, zu Fuß drauf kommen. Das ist mein Problem gerade. Und Fackel will ich nie anmachen, Alter. Aber schön, dass es ein Boot macht. Dass es zumindest etwas kann. Die Kante sollte eigentlich nicht zu steil für Lara sein. Ist auch nicht. Das ist auch so ein... Schön. So, jetzt fehlt nur noch der Golddrache. Ich glaube, den finden wir auch noch. Da hat man zumindest hier das Secret. Es wäre schön, wenn wir das Secret finden würden. Ich weiß aber nicht mehr, was wir da gekriegt haben für Zeug. Belohnung. Schlüssel. Oh nein, wir wurden eingesperrt. Das ist ein epischer Moment. Deswegen kriegen wir hier den eisernen Schlüssel. Ich glaube, das war sogar nötig, den eisernen zu kriegen noch. Ich weiß nicht mehr, worum wir müssen. Oh Gott, gelingert. Ah, da hinten ist das Loch. Durchklettern können. Ein Hund, wahrscheinlich ein Schlägertyp. Oder zwei. Ja, ich mag die Magnums. Oder die Automatics. Ich nenne sie jetzt wieder Magnums. Guck mal, die haben Satelliten. Ah, die Musik hat endlich mal aufgehört wieder. Ist mir gerade aufgefallen. Seitdem die epische Musik eingesetzt hatte. Ups. Dann los. Dann benutzen wir mal den eisernen Schlüssel. Ich habe ewig gebraucht, bis ich mal rausgefunden habe, wo... Es geht wieder los. Beim ersten Mal habe ich ewig gebraucht, um rauszufinden, wann ich Dings... bei unserem Startpunkt für das Boot die Tür gegenüber vom Jadedrachen Secret. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass ich mich einfach da hinstellen muss, damit die aufgeht. Und wieder Tipps drin. Danke für Le Medipack. Aha, genau. Kann es sein, dass ich das Gold Secret verpennt habe? Ich glaube, ich hab's verpennt. Aber es ist doch noch hier drin und ich sehe es gerade nicht. Nee, ich hab's verpennt. Naja, was soll's. Man kann ja nicht alle haben, ne? Also ich finde es jetzt hier in so einem Zwischenstück. Da möchte ich natürlich aussteigen und zuholen.
Nö. Aber jetzt in dem vorherigen Abteil gewesen sein. Ich glaube, wir haben jetzt das Level Ende quasi schon erreicht. Lara, geh mir nicht auf den Sack. Ja, das klappt auch bestimmt gut, wenn ich das nicht aktiviere, das Timing-Teil. Knöpfli. Lol. Los geht's. Angriff. Durchboosten. Und wir haben Venedig geschafft. Venedige Zeit. 30 Minuten und 34 Sekunden. Wow. Gefundene Geheimnisse 2, weil ich den Goldrahmen nicht hab, ne? Besiegte Gegner 24, benötigte Munition 816, Treffer 440, benötigte Medivacs 3,5 und 4,41 Kilometer zurückgelegte geistige Distanz. Und dann setze ich hier einen Save. Scheiße. Egal, wir hatten das Level geschafft. Ich spiele es privat nochmal nach, das Ganze. Und dann war's das erstmal. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abo dann kommen, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.